Hallo Leute, und herzlich willkommen zu einer kleinen Zeitreise. Und zwar gehen wir heute mal zurück zu meinen allerersten Leveln. Und ich werde jetzt nicht spoilern, aber die waren ziemlicher Müll. Wir gucken es einfach mal an. KNK war mein allererstes Level am 16. Dezember. Also, ich habe es früher gebaut, aber ich habe es dreimal veröffentlicht, weil ich so überzeugt davon war. Und die anderen beiden dann wieder gelöscht. Ich nehme mal an, ungefähr im September habe ich das gebaut. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Apple und andere, das war mein erstes Level. Viel Spaß und Tululu. Oh Mann, schaut euch das an. Ist das nicht wunderschön designt? Also, für die Level, die Paluten damals gekriegt hat, habe ich mich dahingesetzt und gedacht, ja, da baue ich jetzt mal ein Level, was richtig, richtig cool ist, was viel besser ist als die Level, die Paluten sonst kriegt. Und dann habe ich eigentlich nur mit dem Editor rumexperimentiert. Also ich habe es nur ausprobiert. Ich habe die Shapes zum Beispiel verschoben, indem ich da versucht habe, diese Zahlen manuell einzugeben und so. Und das Level ist einfach so, so ein Müll. Ich meine, was ist das hier? Das ist einfach eine grüne Säule, die durch das Bild ragt, weil ich das Kreistool ausprobiert habe und geguckt habe, oh cool, ich kann da schattieren, indem ich den Kreisen andere Farben gebe. Ja, das Ganze kann man sich beim Levelbauen ungefähr so vorstellen. Oh, ich habe auch Kreise. Boah. Alter, ich mach mal hier grün. Oh, jetzt mache ich dunkleres Grün. Oh, und jetzt noch dunkler. Wow, alles voll. Woo! Dann dieser runterfallende Block ist auch ziemlich cool. Wenn man ihn sich mal genau anguckt, am Anfang lag hier eine Mine drauf, bevor ich es veröffentlichen wollte. Und der Block ist halt auf Sleeping. Und ich habe mich immer gewundert, warum der Block schon weg war, bevor ich hier angekommen bin. Wenn man mal genau hinhört, da ist noch eine andere Mine irgendwo, aber die explodiert, weil ich viel zu inkompetent war, das so hinzusetzen, dass es funktioniert. Und ja, dann habe ich diese Mine irgendwann gelöscht und dann hat es funktioniert und dann war ich ganz glücklich. So, diese Harpunengrube ist übrigens. Ja, extrem nervig und gar nicht random, ob man stirbt oder nicht. Nee, nee. Es ist schon alles gut durchgeplant hier von dem Level. Das ist einfach. Das ist ein Baum-HD-Level, ja, das steht für Qualität. Das, schaut euch das an. Ich meine, das muss gut sein, wenn es von. Wenn es mein erstes Level war. Und ich mich darüber beschwere, dass eure ersten Level teilweise nicht gut designt sind, ne? Dann. Ich meine, da muss das hier ja gut sein. Aber schaut euch das mal an. Die Blöcke sind weder auf gleicher Höhe und dann werden die auf einmal hier schief. Und ist auch super schön, dass jeder Block eine andere Farbe hat übrigens, allerdings nur Standardfarben eigentlich. Hier ist auf einmal so einer dazwischen, weil, keine Ahnung. Langsam mit 3A ist auch schön. So, hier der Slowpart, der so geil konzipiert war, dass man ihn nicht schaffen kann, wenn man schon mal irgendwie in die Harpunengrube gefallen ist oder so. Vielleicht funktioniert es jetzt ein bisschen besser. Nein. Der Slowpart ist so gut konzipiert. Ich habe meinen Charakter da hingeschoben im Level-Editor und getestet, wie es noch möglich ist, den zu schaffen. Aber. Oh Gott. Aber es ist nicht immer möglich, den zu schaffen. Das wusste ich damals noch nicht, weil ich das Level, glaube ich, selber gar nicht geschafft habe zu der Zeit, weil das so schwierig war. Okay, jetzt funktioniert er. Jetzt wird es nochmal ziemlich knapp. Okay, passt. Habe ich auf jeden Fall alles überlebt. Und weil ich natürlich schon ein so genialer Levelbauer war, habe ich an den Schluss noch einen wichtigen Tipp geschrieben, weil ich ja den Level-Editor so viel besser kannte als ihr. Diese Blöcke sind schief und nicht auf der gleichen Höhe. Zum Schluss noch ein wichtiger Tipp, damit die Jets nicht ausrasten, einfach Fixed Angle anmachen. Ja, und dann habe ich dann einen Jet hingestellt und gezeigt, ja, ihr müsst da den Haken bei Fixed Angle machen, weil Paluten damals so ganz viele Jetfall und Jetwall Level und so gekriegt habe und die dann einfach so ausgerastet sind, habe ich mir gedacht, ich kann das besser. Ich zeige den Leuten, wie die es machen. Das Lustige ist, der Jet hier ist nicht auf Fixed Angle. Aber okay. Jetzt lassen wir es einfach mal so. Hier ist so eine random Lücke vom Victory noch. Und ganz generell war schon echt geiles Level. Würde ich es heute in meinem Let's Play kriegen, ich würde so 2,5 Sterne oder so geben. Mehr ist, hat es nicht verdient. Das ist einfach Kacke. Ohne Witz. Also, alleine schon diese random grünen Bälle hier am Anfang. Ich meine, was ist das? Naja, also auf jeden Fall fand ich dieses Level damals so krass,
dass ich es auch unbedingt noch dreimal einreichen musste, weil Palutens nicht gespielt hat. Und ja, dann hat er es tatsächlich auch gespielt. Gucken wir uns einfach mal So, an, was er dazu wunderbar gesagt hat. läuft. So, Paluten 21, wieder mal kurz und knackig von Baum HD. Hi, Ich find's immer Paluten, und noch das ist so mein geil, wie er erster Level. meinen Viel Namen Spaß und. ausspricht. Okay, Mr. Baum. Natürlich auch Er sieht todesverwirrt durch nicht. dieses Was? zufällige grüne Das Ding. sieht definitiv nicht richtig aus. Ich Ja, weiß auch nicht, das ob sieht ich. nicht Muss ich richtig hier. aus. Das macht nämlich gar keinen Sinn. Ich weiß nicht mal, warum ich das da reingebaut habe. Also, wenn du sagst, es sieht definitiv nicht richtig aus, hast du schon recht. Nee, ich muss bestimmt nach vorne. Nein, aber ich muss nicht hier runter. Weil ich brauche ein bisschen Tempo. Speedy Gonzales. Oh, Ich bin ja, das tot. war auch ein guter Shot. Ach Mann. So. Und. Aua! Bitte? Oh yeah. Okay, Oh hat er yeah. Glück Langsam. gehabt. Nein! Ich lebe noch. Und da hat er Nein, ich Pech bin tot! gehabt. Okay, da hätten wir früher bremsen sollen, aber das konnten wir nicht riechen. So, jetzt kommt schon. Einmal hier. Elegant. So, Abrissbirne, stopp. Und jetzt. Perfekt und langsam. Das kriege ich doch hin. Okay, Slow. und jetzt Ey, das ist viel zu das, was knapp. ich angesprochen hatte, dass es einfach nicht so richtig funktioniert hat. Slow. Also es war beim Slow, Ultra bitte knapp, das nicht. war nicht so geplant. Alter Schwede. Okay, hier sieht's wieder ganz easy aus. Und zum Schluss noch ein wichtiger Tipp. Ja, mein absolut wichtiger Tipp, weil ich ja so ein toller Levelbauer war. Und eigentlich hatte ich den Tipp auch nur von zwei Brückers Tutorials, weil ich mir die angeguckt habe, bevor ich mein Level gebaut habe. Und trotzdem habe ich das ja nicht hingekriegt. Damit Super. die Jets nicht ausrasten, einfach Fixed Angle anmachen. Okay. Ja, für alle Level-Ersteller, damit die Jets nicht ausrasten, macht Fixed Angle. Angel. Genau. Das hat auch sogar einigermaßen funktioniert. Danach waren echt weniger Level da, die ihre Jets so verkackt haben. Also ich glaube, das hat sogar was geholfen. Macht den Engel fix. So, Exit to Menu. Schönes Level. Weiter geht's mit einem. Ja, und das schöne Level da, danke fürs Kompliment, Paluten, auf jeden Fall. Obwohl das Level jetzt gar nicht so besonders toll war. Obwohl für damalige Verhältnisse, es ging eigentlich. Vor allem, auf jeden Fall, der Tag war da, nachdem für mich auf jeden Fall richtig, richtig cool. Da war ich echt glücklich, das weiß ich noch. Mein zweites Level ist hier schon ein bisschen besser, Geometry Dash. Ja, angelehnt an das Level, an das Handyspiel Geometry Dash, bla bla bla. Okay. Ist schon ziemlich gut. Also, sieht schon echt aus wie das reale Spiel. Vor allem der Boden, wo die Blöcke hier so alle krumm und schief sind. Hier hört auf einmal diese weiße Linie auf, die Dreiecke fliegen in der Luft. Also, ja, der Hintergrund ist auch ganz gut geworden übrigens. Dass ich hier die roten Plattformen brauche, weil ich diese Blöcke sowieso insgesamt viel zu groß gemacht habe, sodass man kaum noch drauf springen kann, ist auch super. Und sterben tut man mit Minen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht gelöst. Man kann halt trotzdem einfach über die Dreiecke drüber fahren, aber. Ja, gut. Also, ich meine, zu meinem zweiten Geometry Dash Level ist da kaum Unterschied zu erkennen. Es ist einfach generell schon echt geil. Wow, hier habe ich sogar einen super coolen Farbwechsel gemacht, weil ich damals Trigger noch nicht kannte und Change Opacity da zu schwierig gewesen wäre, ne? Die Blöcke hier sind wieder überhaupt nicht auf gleicher Höhe, nicht mal annähernd. Und hier ist das super designte Ziel. Okay, ist gar nicht so schlecht eigentlich. Es geht, es sieht ein bisschen so aus wie in Geometry Dash. Ja, aber das Level war auch eher mäßig. Das geht noch, ich weiß noch, ich habe das damals hochgeladen. Ich war voll traurig, dass es nur 3 Sterne gekriegt hat. Ich hätte gedacht, jeder, der das spielt, muss da doch 5 Sterne geben, weil das so cool ist. Aber, nee, ist falsch. Danach kam ein Wun Übrigens, Paluten hat das Level leider nie gespielt. Genauso wenig wie den 3D-Kurs oder den Freeze-Fall oder Skin-Freeze oder zweites, was nochmal das Geometry Dash-Level ist, weil er es nicht gespielt hat. Aber es hat wieder keine gute Bewertung bekommen. Egal, gucken wir mal in den 3D-Kurs rein. Wow! Also, ist schon ziemlich impressive, muss ich sagen. Wenn sich das hier mal genauer anguckt, sieht man hier, wie fein ausgearbeitet das Ganze ist. Oh Gott.
Ich überlege mir gerade, ob ich hier jeden einzelnen Block hier dieses Polytool gesetzt hatte. Ich glaube schon, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, hier ist auch wieder ein Spalthintergrund offen. So, dann haben wir hier eine tolle Freeze-Wall, die allerdings nicht mal 3D ist. Und die man antriggern kann, ohne dass man durchfährt. Ja, die friesen jetzt gar nicht erst, wenn ich durchfahre. So, perfekt. Da habe ich noch hier tolle Wippen gebaut, die haben wenigstens funktioniert. Also, ich habe sogar das Limit Rotation geschafft. Alter, ich bin stolz auf mich. Dass man hier nicht in der Mitte fällt, ist ein Pferd, ist ein kleines Manko. Das war, ist aber, denke ich, okay. Also, das Level war auch ein solides Level. 4 Sterne, viel zu... 4 Sterne würde ich schon sagen, aber viel zu kurz und so und auch nicht besonders gut. Freeze Wall habe ich nicht in 3D hingekriegt, weil ich keine Ahnung von Group Items hatte. Naja. Also, war auch okay eigentlich. Freeze Fall. Ja, habe ich einen schönen Freeze Fall gebaut und ich war, glaube ich, erst der zweite Mensch aller Zeiten, der so einen Freeze Fall gebaut hat. Allerdings, jetzt könnte man denken, oh geil, Freeze Fall ist inzwischen so populär und das ist alles wegen meiner Idee. Aber nein, ich habe das Ganze nämlich 1:1 kopiert. Und zwar habe ich das Level 1:1 kopiert von Leolo, der damals bei Herr Bergmann ein sehr, ich sage jetzt mal, berühmter Levelbauer war. Ungefähr so, wie ich später bei Paluten wurde. Der ein Rainbow Freeze Level gemacht hat und ich fand das so cool. Und ich wusste zufällig durch Tutorials von Zweibrücker, wie man sowas machen kann. Und dann habe ich das nachgemacht und habe gedacht, das muss doch jetzt mein großer Durchbruch sein. Aber ja, hat auch nicht so funktioniert jetzt. Schauen wir uns mal an. Rating ist eigentlich ziemlich gut. Also 4,12 ist ziemlich gut. Hätte Paluten damals schon die bestbewertetesten Level gespielt, hätte er es bestimmt gehabt, aber hat er damals noch nicht. Wir spielen das Level einfach mal. Mir ist ein Bein abgebrochen. Ist okay, noch ein Fuß. Ja. Also, außerhalb der absoluten Nicht-Designung des Außenrums ist es eigentlich gar nicht so scheiße. Teil 2 wird ein Paluten Skin Freeze. Ja, die Idee war eigentlich gar nicht so schlecht, da so ein bisschen Kontinuität reinzubringen und dann hier noch einen zweiten Teil des Freeze Falls zu bauen. Allerdings ist der hier übertrieben schwierig geworden, weil die Paluten Gesichter so viele Shapes haben und dann habe ich mir gedacht, schaffe ich keine zwei Stages mehr, da mache ich halt nur eine dann hin. Und ja, eigentlich ist das Level auch gar nicht so schlecht. Immerhin habe ich den Paluten-Skin 1:1 abgepixelt. Das habe ich hingekriegt sogar. Und abgesehen davon, dass hier außenrum wieder überhaupt nichts designt, das ist eigentlich okay. Ja, das wäre es dann jetzt auch mit dem Video gewesen. Ich hoffe mal, euch hat es einigermaßen gefallen. Wenn ja, dann lasst mal ein Like da. Und ich will auf jeden Fall gerne noch andere Folgen machen, weil eigentlich wird es ja später ist interessant. Zum Beispiel jetzt mit den Paluten 600 Leveln vor allem und mit Atlas und so. Ja, der Anfang war ja eigentlich jetzt noch nicht so gut, aber ich habe immer noch ziemlich viele Background-Stories zu erzählen sozusagen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!